hier was ganz Besonderes, liebe campingbegeisterten Zuschauer, auf dem europaweit größten Adria-Ventcamp 2024. Mutter und Tochter mit jeweils einem eigenen Adria-Twin-Van. Das ist ja wirklich mal erstaunlich. Hi, und du bist die Tochter. Genau, ich bin die Kim. Hallo Mirko. Darf ich liebe Zuschauer fragen, wie alt du bist? Ich bin 38, ich werde gleich 39 bald. Und dann habt ihr zwei getrennte Fahrzeuge, damit jeder auch sein eigenes Reich hat quasi, ne? Genau, also wir verbringen viel Zeit miteinander und auch gerne und sind auch gerne zusammen unterwegs, aber wir brauchen beide unseren Freiraum und haben uns dann entschieden, eben zwei eigene Autos. Ist ja cool. Deine Mutter hat den SPB auf 6 Meter Länge und du hast den SGX, sogar den noch längeren. Genau, ich habe den SGX, habe mir den in 21 im August bestellt und der ist dann auch relativ zeitnah, also für andere zeitnah mit 12 Monaten, im August 22 ausgeliefert worden. Also jetzt fast 2 Jahre alt und meine Mama hat ihren letztes Jahr im November bekommen. Und darf man fragen, was der so gekostet hat? Ich habe Grundpreis 75 circa bezahlt mit der Ausstattung, die er dann gekriegt hat und natürlich noch ein bisschen nachinvestiert, wie wir das wahrscheinlich alle tun. Ja, aber es ist ja noch ein guter Preis, muss man sagen. Wir haben ja hier schon einen SGX gefilmt mit guter Ausstattung und dies und das noch zusätzlich reingemacht für über 100.000 Euro. Wahnsinn. Da bist du noch gut bei weggekommen. Ja, und du arbeitest ja sogar auch in dem Fahrzeug, hast du gesagt, ne? Genau, also wir sind tatsächlich viel autark unterwegs, auch mal viele Wochen am Stück unterwegs. Und mir war wichtig, dass ich jederzeit auch für die Arbeit dann erreichbar bin und das muss ich auch sein. Und habe mir tatsächlich mein Auto so ein bisschen umgebaut. Wenn ihr mal so einen richtig geilen Staubsauger haben wollt, dann ist tatsächlich dieser hier zu empfehlen, der sogenannte Dyson. Und jetzt haltet euch bitte sehr gut fest. Ich habe mir den Preis gerade sagen lassen, im Angebot bereits über 500 Euro. Im Angebot, sonst noch teurer. Aber der soll richtig geil sein, der soll extrem gut saugen können, das ist kein Produktvideo. Vielleicht gönne ich mir den doch mal, aber vielleicht auch gebraucht. Wenn er noch geht, gebraucht. Weil neu einen halben Tausender für einen Handstaubsauger, alter Schwede. Also der muss echt was können. Schreibt gerne mal, wie ihr den findet. Ja, tatsächlich mein Auto so ein bisschen umgebaut. Und dadurch, dass ich hier alleine unterwegs bin, brauche ich tatsächlich die Rücksitzbank nicht. Und da fragen ja auch immer viele, wie man das so lösen kann. Und habe mir hier aus MDF-Platten eine Schreibtischverlängerung quasi noch mit Stauraum gebaut. Und meine Bildschirme und meine Technik quasi oben an der Wand angebracht, einfach nur geklebt. Mir war wichtig, dass ich alles individuell wieder rausnehmen kann. Das heißt, auch die Sitzbank relativ schnell wieder einbauen kann. Und ja, das ist mein Arbeitsplatz. Das ist der Hammer. Ich darf mich einmal reinsetzen hier. Und setze mich einfach mal kurz hier so hin. Ich leg das genau, ich zeige das so auch mal gerne. Also wenn ich noch größere Konferenzen habe, dann kann ich die Leinwand noch einklicken. Das ist natürlich auch mal ganz praktisch. Dann habe ich mir die geil mit den Magneten quasi gebaut. Eignet sich auch mal zum Fernsehgucken, habe ich hinten im Bett. Und dann auch hast du den Beamer oder genau, was? Und den hast Beamer, da habe ich diesen kleinen hier. Ja, und wie den geil kann ist hier das oben denn? Einfach mit dem Magnet quasi anbauen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht runterfällt. Das ist ja der Hammer. Genau. Und ein komplettes kann ich alles miteinander Office verbinden. Ja. Also schaut mal, wenn ich mal kurz dich unterbrechen darf und hier schaut mal, wenn man hier sitzt. Ein komplettes Büro durch diese Verlängerung, also der Tisch ist ja sonst wirklich zu klein, hast du hier nach hinten so viel Fläche, wo Drucker, alles stehen kann. Ja. Und du kannst hier arbeiten mit mehreren Laptops und. Das ist so beeindruckend. Genau. Ich habe ein relativ starkes Wi-Fi hier. Ich muss auch mal viele Daten und sowas hochladen. Da war mir eben wichtig, dass ich auch ein funktionierendes Wi-Fi habe. Wir merken das ja hier beim Camp auch. Da funktioniert das Wi-Fi ab und zu nicht mal nicht. Und das muss ich sagen, toi toi toi, da klappt bei mir wirklich alles ganz gut. Habe auch noch nie Probleme gehabt mit dem Wi-Fi. Mhm. Und Strom mache ich dann entweder über Landstrom. Ich meine, die Laptops haben tatsächlich 2 Tage jeweils. Kann ich mit denen gut wegarbeiten. Und ansonsten habe ich noch die Delta Max. Oh ja, okay. Ein Riesenteil. Da kannst du natürlich autark dann auch strommäßig unterwegs sein. Ne? Ja. Übrigens, toll, du hast das 9-Gang-Wandlergetriebe noch gekriegt, was ja komplett abgeschafft und ausverkauft und nicht mehr verfügbar und gibt es nie wieder. Und du hast das hier noch drin und hast den neuen Ducato 8. Ja. Und dann hast du, ich kann es gar nicht glauben, nur so viel bezahlt, wie du sagtest, also unter 80.000. Ja, was du ja hast, kostet über 80 mittlerweile. Also wir haben wirklich einen super Händler gehabt, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind, bei uns auch um die Ecke 20 Kilometer weiter.
Und die supporten uns auch, also auch wenn jetzt mal Probleme waren. Ich hatte so ein bisschen mit der Warmwassertherme, so ein bisschen mit dem Ausrufezeichen, mit dem Reset ein bisschen Theater am Anfang. Mhm. Und das haben wir aber auch geklärt, also jederzeit, wenn da irgendwas ist, also wirklich auch für einen da, das muss ich wirklich sagen. Das Krass. Macht wirklich Spaß, auch bei dem zu kaufen. Hast du keine Angst, wenn du so alleine als wunderschöne Frau unterwegs bist? Nee, gar nicht. Ja, deine Mutter ist ja mal dabei, ihr seid ja zu zweit eigentlich. Ja, ne? Gut, wir fahren auch mal alleine los, so ist nicht. Ich meine jetzt neben dir, im Fahrzeug bist du ja hier alleine. Genau, ne? Aber nee, also ist alles auch sicherheitstechnisch abgeriegelt. Meine Mama hat sich da noch mehr Sicherheit einbauen lassen. Ich überlege dann noch, aber tatsächlich keine Angst, ganz ehrlich. Mhm. Wir sind jetzt, also wir schlafen auch mal nachts an der Raststätte oder so, wenn wir jetzt lange Strecken unterwegs sind und wir nicht mal weiterfahren können oder wollen. Mhm. Aber alles gut. Aber du bist Herr der Frau und hast alles im Griff. Ja. Warum ich das sage, es gibt ja viele Frauen, die auch mitfahren, also wo der Mann und die Frau und die Frau weiß gar nicht, wie die Toilette entleeren und Wasserversorgung und dies und das. Das machst du ja alles alleine, weil du ja alleine hier drin lebst, ne? Ja, dadurch brauchen wir immer noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn man zu zweit ist, dann geht das natürlich immer schneller. Ich meine, wir unterstützen uns da schon gegenseitig ganz gut, wenn wir zusammen unterwegs sind. Aber das geht auch alleine, so schwierig ist es ja nicht, es sind neue Fahrzeuge, wir freuen uns jetzt schon auf den Elektro-Workshop, da noch ein bisschen was zu lernen, weil das ist tatsächlich nicht so mein Metier, da sind wir schon gespannt auf morgen und okay. Ja, aber es ist ja auch immer schön. Nochmal nach hinten kurz filmen, nebenbei. Ja, gerne. Nur so grob hier, wie schön, du hast ja übrigens schön Teppich reingelegt, ne? Ja, nicht frisch gesaugt, ne, hatten wir gerade das Thema. Ach, nee. Ja, und dann hast du so ein riesiges Bett für dich alleine, ne? Genau. Hast du dir richtig kuschelig gemacht, ja. Wenn ich das Bett links und rechts nicht brauche, habe ich da tatsächlich meine Klamotten. Mhm. Weil die Oberschränke sind ja wirklich, da kriegt man ja fast nichts rein. Ja. Und wir sind jetzt auch 3 Wochen unterwegs und da weiß man nicht, wird's warm, wird's kalt, wird's heiß und da schleppen wir einfach noch ein bisschen mehr mit. Danke für so viel Privatsphäre, die ich mal filmen darf. Gerne. Darf ich ja auch nochmal aufmachen. Da ist Chaos gerade. Chaos, okay. Aber das Badezimmer kennt ihr ja, das ist das wunderschöne mit Schwenkbad und so. Ja, da habe ich gerade meine Klamotten reingehangen. Aber du weißt ja, wie dreist ich bin mit meiner Wohnwendkamera. Nee, ich mache ja sogar den Kühlschrank, gucke ich ja sogar immer gerne rein. Ich kann's gerne gucken. Ich habe da gerade noch abgespielt und habe da meine Klamotten jetzt drin hängen. Ja, das ist natürlich toll. Genau. Zusätzlicher Kleiderschrank, wenn man die Toilette nicht gerade braucht. Auf dem Campingplatz hast du ja hier auch alles, da brauchst du ja kein Badezimmer, ne? Mhm. Ja, wobei wir nutzen das schon, also wir haben tatsächlich, es gibt ja viele, die das Badezimmer in dem Van nicht nutzen oder auch nicht im Van kochen oder so, wir machen tatsächlich wirklich alles hier im Auto. Okay, aber hier darf ich reingucken. Ja, da kannst du auch gerne rein. Da gucken wir rein. Wir gucken immer in fremde Kühlschränke, müssen wir immer rein. Ganz viel Süßigkeiten, also wenn man jemand Süßigkeiten braucht. Das ist cool. Ja, und dann natürlich so das Übliche, was man halt so mitnimmt und kauft und macht und tut. Ja. Aber ich liebe das immer, einmal so einen Kühlschrank reinfilmen, muss immer sein. Viele haben hier oben gar nichts drin, weil das ja eigentlich... Da habe ich selbstgebackenes Brot drin. Ah, selbstgebackenes Brot, ja. Genau. Und friert das auch richtig fest? Ja, es friert fest. Gucken, also, welche Stufe hast du denn hier? Stufe 3? Ich habe jetzt die 3 eingestellt, aber da schwenkt, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil der stellt sich ja immer von 3 dann auch mal auf die Nachtschaltung um oder umgekehrt. Oder beziehungsweise wenn ich auf Nacht umschalte, dann stellt er sich wieder zurück. Also normalerweise habe ich immer die Mondschaltung an die Nachtschaltung. Das reicht auch. Ja. Kommen wir in diesem Kurzvideo noch zum Ende. Bist du zufrieden mit dem Fahrzeug oder sagst du, gibt es Sachen, die sind scheiße oder jetzt schon Mängel oder das und das gefällt mir nicht? Also wir haben tatsächlich gar keine Mängel gehabt. Wie gesagt, das Einzige war die Therme, aber das muss ich auch hands up. Ist tatsächlich auch so ein bisschen Benutzerfehler gewesen, also bis man das mal richtig verstanden hat. Da gibt es so kleine Tricke und Kniffe, wer da noch Hilfe braucht, glaube ich, habe ich mich da jetzt ein Jahr lang mit auseinandergesetzt. Ja. Also das war am Anfang nur so ein bisschen, aber wie gesagt, Benutzerfehler. Ansonsten sehr, sehr zufrieden. Also man hat ja so ein bisschen so dieses Quietschen vom Sunroof, das quietscht bei mir minimal, bei Mama gar nicht im Auto. Mhm. Also da haben wir super Glück mit gehabt und wie gesagt, alles, was wir bis jetzt hatten, auch an Fragen oder so, da fahren wir zum Händler und der hilft uns da auch immer gern. Ja. Krass. Genau. Ja, danke, dass ich mal reingucken konnte. Das war schon alles. Wunderbar. Hat man selten alleinreisende Frau, also mit Mutter, aber du bist ja manchmal auch ganz alleine unterwegs, in so einem schönen SGX. Und vor allem auch fahren, alles alleine. Ne? Kriegst du hin, parken, alles kein Problem. Super einfach zu fahren, das Auto. Also ich habe erst so ein bisschen so bei den 6,40 Meter schon ein bisschen Respekt gehabt. Aber bis auf einmal eine kleine Situation, keine Situation, wo ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, einen Parkplatz zu finden. Oder wir sind viel in Städten unterwegs, da gehen wir auch mal auf die Seitenstraßen, Berlin 17. Juni oder sowas. da stehen wir gerne. Aber alles kein Ding. Also das Auto lässt sich wirklich easy fahren. Das ist ein ganz schöner Wagen. Und vor allem das Wandlergetriebe, ne? Ja. Das ist geil, ne? Und das funktioniert auch einwandfrei. Mhm. Ja. Muss nicht schalten, alles toll. Genau. Ja, danke schön. Ich gehe wieder raus und ja, das mit deinem Büro ist natürlich der Hammer, ne? Also hier schaut am Schluss nochmal die tolle Lösung.
Ja, das Polster brauchst du ja nicht, deswegen hast du das alles gebaut. Stauraum, Staufläche hier. Genau, und das ist wirklich mit zwei Schrauben. Also ich habe es nicht festgeschraubt unten, deswegen die Platte. Und ich habe es nur aneinander, quasi die Rückwand. Da löse ich zwei Schrauben und dann ist das ganze Ding ausgebaut und ich kann die Sitzbank wieder reinbauen. Mhm, okay. Und wenn du Besuch empfängst, kann natürlich keiner in der Dinette sitzen, sondern nur vorne hast du zwei Sitzplätze, ne? Ja, das reicht auch. Okay. Ja, aber weil deine Mutter kommt ja ab und zu auch mal hier rein und dann geht ihr, glaube ich, aber auch mal auf dem Bett zur Not auch mal. Kann man ja auch mal zu zweit drauf gehen, also ihr beide, ne? Wir trinken unseren Kaffee morgens, das ist so ein bisschen genau. Tradition geworden, trinken also unseren Kaffee morgens im Bett, den ersten. Darf ich am Schluss noch verraten, weil du mir das vor der Kamera schon erzählt hattest, dass du da hinten mit deiner Mutter dann auch mal Kaffee hinten trinkst, weil ihr vorne halt dann nicht sitzen könnt, ne? Genau, mhm. Ja, nee, das machen wir gerne und ansonsten reichen uns die beiden Sitzplätze, ne? Ja. Mama hat ja auch noch einen Wagen, also sonst muss man nochmal umschwenken, wenn es das jetzt hier zu knapp wird, also alles gut, wir haben ja Platz genug. Ja. Genau. Vielen Dank und ganz viel Spaß auf dem Adria Eventcamp. Gerne, danke. Lass dich bereichern, geh ruhig rum, hol dir Anregungen. Und wenn ihr auf dem Camp seid und gerne mal gucken wollt, da, ne? Aber auf dem Video habt ihr es ja auch gesehen. Oder wenn ihr eine Frage habt, sprecht sie an. Sie kann euch sagen, wie man da drinnen sein Büro bauen kann. Gerne. Dankeschön. Bis dann.